Guten Tag und willkommen zur neuen Folge Talbach, hier am Mittwoch. Zusammen mit dem Paul, dem Max und dem Krieger, seid gegrüßt. Grüß. Servus. Ja, es geht weiter hier bei unserem Heuwiese. Bin schon am Pressen hier die ersten Ballen. Ein bisschen was liegen lassen habe ich da auf der ersten Spur in der Folge am Montag. Ich hoffe, das pendelt sich gleich ein, dass ich hier nicht zu viel Fusch mache. Irgendwie geht das Wenden zu zweit viel schneller, Krieger, oder? Ja, doppelt so schnell halt. So, wo fahre ich denn jetzt lang? Fahre ich hin? Ich fahre noch mal einmal hoch und mache hier die Fisse noch mal kurz weg. Kommt Paul. Fahr Krieger, fahr. Krieger fährt nicht nach mal. Krieger fährt nicht nach meinem GPS. Stimmt. Sonst haben wir nämlich wieder ein Problem hier. Du auch nicht nach meinen. Na, meins war zuerst da. Soll ich Paul ärgern, noch über Paul Schwart fahren? Jetzt hast du einmal dein Mann. Echt jetzt? Was? Wie kann man. Jetzt hast du eine Bahn gedreht, dass mein GPS-Kurs für den Rest der 5 Bahnen nicht mehr passt. Du fängst halt oben an. Lass den Wender hier stehen, oder? Brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir eigentlich nicht mehr, oder? Wenn wir Silage machen mit dem, mit dem Klee, sag doch mal einer schnell was hier mit Klee. Ja, Klee. Dann brauchen wir ja keinen Wender mehr. Ja, ich fahr mal die Wender zurückgeben. Ja. Stimmt. Wir sind ja nur gemietet. Ja, nicht, dass ich den falschen zurückgebe. Ja, bei Krieger hinten. Müsste auf. Also ich bin der mit mehr Arbeitsstunden sein, theoretisch, oder? Naja, so viel sind wir nicht gefahren jetzt. Ja, dann warte noch ab, bis Krieger auffällig ist. Ich bin doch fertig, hört mich keiner. Hallo. Dann du doch Hallo. Zurück, Krieger. Also, warte mal, ich soll jetzt den Schwader zurückgeben. Beide. Wenn der. Warte. Peddler. Ja, dann kannst du dich mit deiner Lieblingsaufgabe schon beschäftigen, glaube ich, ne? Und die wäre? Wald sammeln. Direkt mal bei den Kühen reinhauen. Ja. Ja. Außer das Maestro, was mache ich denn damit? Warum Maestro? Ein Bein liegt da noch. Den kannst du erstmal liegen lassen. Oder du nimmst einen Frontlader mit und schmeißt den erstmal auf den Hof. Du kannst gleich Beintrachter den Wert Frontlader. Na, Kette auf Breitablage gelassen, so ein Anfängerfehler hier. Ich hab nichts verstellt. Und was stellt man denn zurück? Auf Schwaderplage. Ist das so? Ja. Ah. So, können wir heute nochmal was mieten. Was denn? Haben wir einen Ballenspieß? Ach, den Wickler. Haben wir auf jeden Fall. Seid ihr mir böse, wenn ich ohne GPS mehr. Ich glaube Paul nicht. Ich glaube nicht. Was? Paul braucht ja gleich zu mir. Du nicht. Achso, du fährst mit. Du machst ja Schwarz, klar. Ich wollte sagen. Obwohl er könnte vielleicht auch da auch einmal rüberfahren und dann aus zwei Linien eine machen, oder? Eine machen. Dann musst du jede Schwarz zweimal fahren, weil sie zu breit ist, oder wie? Das könnte sein. Das ist so schon hier. Oder ich mach's wie Landwirt MV, ich lasse immer einen reinlegen. Was ist denn der Ballenspieß? Ach, das ist nicht Max, es wird zu viel. Was? Fahr einfach ganz normal. Ja, es ist. Ja, 20 die, Meter. Die Presse hat hier schon ganz schön zu kämpfen in den Kurven und so. Muss ich sagen, da ist die Klaas Quadrant nicht so schön mit der Aufnahme anscheinend. Ich weiß schon, Pauls neue Aufgabe. Wird auch sein, dass ich nicht so ein Pressenfahrer-Profi bin. Kein Pressenfahrer, Lucky. Nee. Aber das ist ganz normal, also. Ja. Heu darf man eigentlich auch nicht so breit. Heu ist eigentlich immer viel mehr Masse wie Gras. Ah. Ähm,
Ich muss mal an die Tür gehen. Ich mach's dann. Süßes oder saures, oder? Paul kann danach spritzen. Alles klar. Du verteilst sie die Aufgabe. Ich war vorhin schon, aber ich wusste nicht mehr, ob ich es gemacht hatte oder nicht. So, Heu haben wir noch gar nicht bei den Tieren, ne? Oder bei den Kühen drin, ne? Ja. Bin mal gespannt, ob wir alles reinkriegen. Kriegen wir. Ja? Was sind ja, einige Beine? Wir haben ja auch die andere. Also, haben wir ja schon mal das Gras alles rein. Ja, gut. Ich glaube, jetzt habe ich den Dreh besser. Ein bisschen üben. Hinkriegen. Ne? Ich fahre übrigens mit 10 Meter hier gerade. Okay. Guck, der Sammelkollege ist auch schon. Oh. Schöne V-Formation hat er vorne aufgenommen. Ja, klar. Kannst du gleich so aufs Band legen, ne? Realistisch und so. Ja. Das ist ganz nicht anders. Die Krieger die Ballen aufnimmt. Ach so. Wer oder was? Nee. Nein, vorne auf der Gabel, wie in der FSL. Ach so. Ich dachte, der fällt an den Ball quer ran. Nö, krieg ich ja nur einen mit. Nein, ich mein. Mit dem Anderson meint Max. Mit dem Anderson. Wieder so stockdunkel draußen. Ja, seitdem die Uhren umgestellt wurden, ne? Ja. Jetzt früher dunkel. Da geht nur jede zweite Bahn, okay. Das ist richtig, ja, damit ich nicht so viel kurbeln muss. Du hast ja gar kein Lenkrad. Doch, aber nicht angeschlossen. Du hast nicht angeschlossen, das verstehe ich auch nicht. Im LS22 werde ich das mal ausprobieren. Also mit dem neuen Lenkrad bin ich aber im Euro Truck Simulator sehr zufrieden. Echt geil, das neue. Weil letztes ist auch geil. Ich habe mir überlegt, so eine Seitenkonsole zu bauen, zu löten. Ja, sowas habe ich natürlich nicht, ne? Aber es gibt ja einige ich andere. Ich gedacht, vielleicht sollte ich mir, wenn dann gleich mit warum sollte ich mir eine Seitenkonsole machen, wenn ich nicht mal ein Lenkrad habe, habe ich mir gedacht. Kauf dir doch ein Lenkrad, das wird auch günstiger. Ein Lenkrad hatte ich schon mal. Und? Da war ich mit meinem Vater im Mediamarkt oder irgendwo. Und da war eins so richtig schön billig. Ja. Und es hat dann nicht funktioniert. Und dann, Alter. Ja. Mein Papa sagt, ja komm, kauf das, ist doch gut, kauf das, kauf das. Ich hab's gekauft, das hat einfach überhaupt gar nicht funktioniert. Muss schon... Naja. Der Preis kommt nicht von ungefähr, ne? Bei Lenkrad würde ich nicht billig kaufen, das ist nach einem Jahr dann durch und so, ne? Das Problem ist ja bei mir, ich muss das Lenkrad jedes Mal irgendwo hinstellen. Irgendwann abbauen. Ja, das habe ich jetzt auch, ich brauche jetzt nicht dran. Ja, aber... Ist schon aufwendig, klar, aber... Wo stelle ich das denn dann hin? Ich hab's jetzt hier neben mir stehen und die Pedale beiseite geschoben unterm Tisch. Ja, aber ich will ja auch noch Hausaufgaben machen an meinem Tisch. Und so. Ja, aber da findet sich ja schon eine Lösung, oder? Ich. Also. Jetzt das Platzproblem ist, ist es ja wohl das kleinste Problem. Längste.
Denke ich, ja. Ich habe gesehen, von der Marke Trustmaster gibt es auch Lenkräder, die über 1000 Euro kosten. Trust gibt es diese Woche 20% im Mediamarkt. Ja. Also auf alle Artikel von denen. Dann mal los. Nee, da ist nicht. Bei euch. Was ist, Paul? Ich dachte, da ist mein Mauspad, der ist aber gar nicht so. Ich glaube, meine Maus. Nee, bei mir ist nichts davon her. Gar nichts. Ach, Paul. Sam, ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, eben, du hast das nicht gemacht. Was denn? Du hast den Hänger nicht rausgefahren aus dem Kuhstall. So, ja. Ja. Du musst halt von der anderen Seite ranfahren, kann ich auch nichts ändern. Oder du musst ja meinen Traktor mitbringen. Meiner steht auch da. Ja. Alter, staubt das bei Mähen echt so hart, wie das hier bei Mähen staubt? Nö, aber ist halt LS, wa? Mähwerk zu tief eingestellt. Der staubt trotzdem nicht. Ne? Ne, weil das hat so Teller, wo das drauf läuft. So. Ich verstehe, warum staubt das denn so? Das staubt vielleicht beim Heuwenden ein bisschen, aber... Ist ein Mähwerk LS? Immer auf dem Boden laufen, das ist quasi locker. Das ziehst du bloß. Okay. Sozusagen. Ich dachte, das schleift zu tief und wirbelt dann Dreck auf, der so dazwischen ist, oder? Meine Nö, das ja, wenn du nicht. Irgendwas mäst, was du nicht oft mäst, dann stellst du es meistens ein bisschen höher. Oder außenrum, wenn du an der Dingstraße mäst. An der Bundesstraße. Mit einem hydraulischen Oberlenker kann man das machen. Sonst schockt das nicht so. Hast du keinen hydraulischen Oberlenker? Doch, wir haben einen. Oh, mein Opa hat einen. Aber wir haben auch erst später gekauft. Mein Opa hat einen neuen Traktor. Will sich einen neuen Traktor kaufen? Was schaut sein 5er Fendt? Niegelnagel neu oder gebraucht neu? Neun. Also Niegelnagel neu. Hm. Anstatt seinem 5er Fendt, weil er nämlich lauter große Anbaugeräte hat und der 5er Fendt ist zu klein dafür. Das will dann zum Ackern und zum Säen nehmen und so. Und was will er sich jetzt kaufen? New Holland will er sich kaufen. Der hatte in die Woche einen Vorführer da oder keine Ahnung, wie man es dann nennt. Ja, ich glaube Vorführer. Aufmodell. T6 oder was? T700. 7 schon. Ja, der muss alle T7. Ist das der Trend? Das Problem ist, der ist fast einen halben Meter höher wie sein anderer Traktor. Der passt halt dann nicht mehr überall durch bei ihm, weil das ist halt so ein verwinkelter Hof. An was man alles denken muss, ne? Ja, da hat er heute einen da gehabt und dann ist er überall durchgefahren. Wo er nicht durchgekommen ist, ist er nicht durchgekommen. Und der hat sich auch echt kacke fahren lassen, habe ich heute gehört. Okay. Also mir hat das selber nicht gefallen, aber er wollte unbedingt, er will unbedingt einen. Ein T7. Oder unbedingt ein New Holland. Ne, New Holland ist am billigsten von allen. Also macht's der Preis, okay? Ja, es macht alles den Preis, Lucky. Und wenn du... Naja, aber... Du würdest jetzt auch keinen nehmen, wo der Händler jedes Mal 30, 40 Kilometer fahren muss. Ja, das stimmt auch, das stimmt. Naja, aber der Preis ist immer schön und gut, aber wenn man immer nur auf den Preis guckt und nicht auf die Funktionalität und so, weiß ich nicht, ob man das ja, dann nicht deswegen hat er ihn ja da gehabt. Mhm. Oh, jetzt mein Traktor. Mich verstehe. Ich behaupte vom Können her und so weiter sind die... Auf relativ einem Niveau, ist halt alles Gewöhnungssache, ne? Ja. Das, was du gewöhnt bist, das findest du am besten. Mein Opa wollte halt keinen stufenlosen. Ja, guck mal. Wollte einen Schall, also so einen so, wo er per Hand immer raufdrückt und dann schaltet. Ja. Also kriegen wir auf dem Discord bald mal ein Bilder von dem T7 zu sehen, ein bisschen von dem Liegen. Der war nicht schön. Wieso? Ah gut, war gebraucht natürlich schon, also der Vorführer, ne? Ja, der Vorführer. Ja, aber gut, wenn ihr den neu kauft, dann hat der ja, ich sag mal, keine Ahnung, 10 Stunden oder so erst drauf, ne? Ja, er soll halt einfach seinen Fünfer behalten.
Das Problem ist eigentlich, seitdem er keine Kühe mehr hat, hat er alles größer gemacht, also alle seine Feldwerkzeuge größer gemacht, und jetzt ist der Traktor zu, die Traktoren zu klein. Hm. Und die Sachen hat er größer gemacht, weil er mehr Platz hatte, wo er sie hinstellen kann. Und vorher haben ihn halt, hat er ihm halt einen 4-Scharpflug gereicht, und dann musste er jetzt noch einen Scharpflug anmachen. Jetzt hat er einen 5-Scharpflug. Jetzt reicht der Tracker nicht mehr aus. Und jetzt halt, hat der Traktor halt schon sehr Probleme damit. Ja, hausgemachte Probleme, ne? Selbst verursacht das Ganze, ne? Aber vielleicht möchte er sich auch noch einfach noch mal einen neuen Trecker leisten, ne? Mein Opa hat schon eher für ein Fendt oder ein John Deere, aber ah, ist natürlich auch ein Highlight, ein Fendt noch neu mal so zum Schluss so. Mein Opa hat sich auch als letztes Auto, obwohl er halt schon ziemlich oder älter war und lange Rentner war, noch mal ein Mercedes geholt, ne? Als PKW, ne? Ist ein Mercedes, wir haben auch zwei Mercedes. Ja. Ich sag immer, Sterne gehören an den Himmel, nicht auf die Straße, ne? Also. Mhm. Ich sage, fahre fort und komm nie wieder. Ja. Ist das gleiche Thema wie mit dem Traktor, ne? Das Auto bringt dich auch von A nach B. Ist auch eine Gewöhnungssache wegen Interieur und alles da, ist dann auch der Preis, ne? Ja. Und ja, wo du zufriedener mit dem Service bist, sag ich mal, ne? Bei meiner früheren Automarke, die ich hatte, war ich halt mit der, mit dem Verkauf da nicht zufrieden, ne? Mit dem Verkäufer. Gut, kommt drauf an, wo du halt kaufst. So. Ja. Was ich eigentlich erzählen wollte, der ich weiß nicht, wie die Overlenker hier im LS aufgehangen sind. Wollte ich mal schauen, wie sind die aufgehangen. Ganz normal, schön aufgehangen. Und der hat der Krieger, bleib mal stehen. In seinem Krieger's New Hollet. Ja, sind schön aufgehangen. Und bei dem, den er hatte, da war an dem Overlenker so eine lange Stange dran. Und die war dann irgendwo innen drin befestigt, und dann war, hat der Oberlenker immer nach links und rechts geschlackert in jeder Kurve. Okay. Oberlenker. Und war halt nicht starr. Und das hat ihm überhaupt gar nicht gefallen. Dein Freund Landwirt MNV war ja bei diesen New Holland Creator Days, und der war eigentlich auch recht angetan. Die hatten ja auch New Holland jetzt zum Häckseln da, ne, als Abfahrer, ne? Mhm. Aber sowas will mein Opa nicht. Mein Opa will einen alten Schalter. Okay. Keine Elektronik, neu. Ja gut, das waren natürlich die ganz neuen Dinger, ne? Die hatten ja auch einen ziemlich niegelnagel neuen da als Vorführer, glaube ich, da, ne? Ja, das war einer der neuesten. Soll ich weiter pressen und drüber kommen? Ich bin schon fertig, ich lade schon CCM. Warum lädst du CCM, Max? Weil ich Paul machen wollte. Ja, aber der Preis ist da doch gerade komplett scheiße. Das können wir doch gerade nicht mehr verkaufen. Ja, wir können es einlagern. So. Aber bevor ich rüberfahre zum anderen Feld, war es das schon wieder für diese Folge. Ihr seht dann Freitag um 15 Uhr Talbach, wie es weitergeht. Hier, da pressen wir dann das Klee und machen Kleeballen raus und wickeln die ein. Also Klee-Silage wird es geben. Ja, schaltet Freitag wieder ein, 15 Uhr Talbach. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, wer es noch nicht gemacht hat, um nichts mehr zu verpassen. Und der Link zu Discord und Instagram ist unten in der Videobeschreibung zu finden. Schaut doch mal vorbei, ich würde mich freuen. Bis dahin, tschüss. Tschüss.